Hi und herzlich willkommen zurück zu Sims 2 in Schönsichtingen mit Familie Neumann. Und hier seht ihr schon die beiden, den Guido und seine Frau, die Gisela Neumann, die auch momentan ja schon schwanger ist, aber auch relativ Telefon, frisch. Also ich denke Telefon, nicht, dass heute das Kind kommen wird. Der Herr Butler hat uns irgendwas zum Frühstück gemacht. Sieht aus wie Faber Müsli. Ich guck mal, ob er. Oh, er muss erst um 16 Uhr zur Arbeit. Na, da hast du noch ein bisschen Zeit. Da kannst du noch ein bisschen was machen. Nun gut, so, und was machen wir denn heute mit dir, Gisela? Im Appartement scheint alles in Ordnung zu sein. Dann gibt es für mich nichts zu tun. Okay. Oh. Wir bekommen Post und ich glaube, auf dieser Seite funktioniert die Post auch, glaube ich zumindest. Komm, jetzt esst mal ein bisschen. Nicht nur quatschen. Oh. Feuer! Was macht er? Bleib ruhig, wir sind sofort bei dir. Sei bitte vorsichtig und bleib vom Feuer weg. Unser Butler hat die Feuerwehr angerufen. Das war ja nicht mehr auf unserem Grundstück. Das war der da drüben, glaube ich. Ja. Und, ja, ich muss weg. Genau. So, du kannst uns mal die Post holen, beziehungsweise eigentlich gleich auch bezahlen, wenn es geht. Und die Gisela, nee, die darf jetzt erstmal, na, noch eine Runde essen. Oh, war das schon so alt? Okay, dann guck mal, ob wir noch was im Kühlschrank haben. Du hast ja voll den Hunger und auf die Toilette müsstest du auch fast noch. So, ich guck mal zu dir. Gesa, was hast du denn auf den Kopf? Ein lustiges Teil da. Guido. Alle Rechnungen bezahlen. Warum ist das immer noch grün? Wahrscheinlich, weil die Rechnung nicht bezahlt ist, oder? Ich will jetzt einfach mal wissen, ob das jetzt... Ja. Hä? Nee. Was denn jetzt? Was war das? Jetzt ist auf der Seite der auch schon kaputt. Aber wir haben einmal haben wir sie auf jeden Fall bezahlt. Naja, gut. So, hallo Gisa. Ich glaube, wir haben uns noch gar nicht kennengelernt. Zumindest bist du nicht auf meiner Beziehungsleiste. Aber ich will mal mit deiner Mutter hier, der Maria, mal eine Runde Wasserbombenschlacht spielen im Regen. Warum nicht, gell? Ja, damit ich sie besser kennenlerne. Während ich noch mal kurz reinschaue. Okay, Gisela. Ach, das hat er gekocht. Die Sandwiches mache ich mal weg und dann darfst du mal nach oben auf die Toilette. Ich glaube, das wird echt dringend. Und dann kannst du auch gleich in die Wanne gehen. So, ich gucke noch mal nach ihm. Er soll halt ein bisschen Spaß haben, ne? So, tuk, 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 tuk. So. Und die zwei, die noch hier wohnen, die Geschwister von unserem lieben Guido, nämlich die Georgia und der Gerd, die sind jetzt auch hierher gekommen aus der Schule. Und ich guck mal, weil beide haben noch einen Nebenjob. Georgia muss um 15 Uhr und auch Gerd muss auch los. Also die müssen beide gleich los. Gerd, dann kannst du nochmal fix eine Dusche nehmen. Und Georgia fehlt nur ein bisschen Freundschafts-Beziehungslevel. Dann kannst du mal gerade ganz schnell mit Sandra. Oder nein, warte, mit Sören. Warte, warte, Sören. Nimm Sören. Dann lernst du den vielleicht gerade kennen. Was ist mit dir? Warum bist du nicht... war der schon duschen? Das ging aber schnell und flott. Ja, jetzt würde er natürlich auch gerne noch irgendwie jetten oder so. Nee, die Sims möchte er spielen. Na toll. Hier, guck mal. Unterhalte dich mal mit dem Zacharias. Quatsch mal mit ihm. Mit unserem schönen Butler. Warum willst du nicht reden? So, und jetzt musst du gleich auch auf die Arbeit. Na gut, Gerd ist noch draußen. Okay, du hast jetzt noch eine Stunde, Gerd. Und dann kannst du mal hier aufhören. Und, nee, nicht küssen. So, einmal kurz noch plaudern mit der Maria, unserer Nachbarin. Und dann kannst du noch das Sandwich hier aufessen. Und ich vermutlich ist dann sowieso Zeit auch für dich zur Arbeit zu gehen. So, wer ist denn jetzt gerade raus, Gerd? Und Georgia? Georgia, I'm sorry, du musst los.
So, ich guck mal gerade, ob das der Sören ist, den ich kenne, den wir hier gerade angeschrieben hatten. Tja, wahrscheinlich wenn dann ganz hinten, oder? Nö, ich weiß gar nicht. Seltsam. Ich weiß jetzt nicht, mit wem sie da gechattet hat. Naja, gut. Was denn? Alle, alle. Wo denn? Willst du was reparieren? Nö. Willst du duschen oder sauber machen? Nö. So, ich gucke auch nochmal nach Georgia. Hm. Ihre Dreierblitze. Hat sie schon zwei Jungs? Den Wolf und den Alfred Rossi. Okay. Was war das? Oh. Ja, Guido, du wirst jetzt auch abgeholt. Dann sind wir jetzt alleine mit Gisela, die hier draußen fleißig in der Pfütze spielt. Was machst du denn da? Komm, geh nochmal schlafen. Du bist müde, du bist schwanger. Du musst dich ausruhen, sollst die nicht irgendwie in den Pfützen rummachen. Das ist echt ja lustig, Mensch. So, geh mal schlafen. Der Butler, der kümmert sich um den Rest des Hauses. So. Ich muss hier auch mal überlegen, wo ich denn eigentlich unser Baby hinmachen werde. Es wird mir nichts weiter übrig bleiben, als das wahrscheinlich bei den, Eltern mit reinzustellen. Weil ich ja hier nicht wirklich umbauen kann. Das ist ja halt... Im Appartement kann ich halt keine Wände machen oder wie auch immer. Was? Achso. Ja, Georgia kommt nicht aufs College. I'm sorry. So, oh, die beiden sind auch schon wieder zu Hause. Das heißt, eigentlich müsstet ihr jetzt direkt Hausaufgaben machen. Lasst euch mal belegen, das sind Gerds Hausaufgaben. Okay, warte, deinen lege ich mal ein bisschen hier rein. Das ist ja sonst mitten im Weg. Dann machst du mal hier Hausaufgaben und Gerd, ja, der macht mal hier drinnen Hausaufgaben. Oder soll ich den mal kurz telefonieren lassen? Warte mal. Dein Freundeslevel ist nämlich sowas von tief mittlerweile. Da telefonieren wir doch mal mit wem? Wen kennst du denn hier? Wiki beauftragen, wie auch immer. Was? Ihr könnt euch das gerne durchlesen, aber ich lese das jetzt nicht vor. Dazu ist es viel zu viel. Er muss irgendwie auf jeden Fall jetzt ein bisschen was zahlen für den Schimpansen. Okay. Tja, er kennt wirklich nicht viele von den Teenies. Hier die Sissy vielleicht. Oder die Wanda. Komm, die Wanda kannst du mal ein bisschen mit ihr quatschen, sie besser kennenlernen. Da habe ich noch überhaupt keinen Blitz. Bei Sissi weiß ich gar nicht. Da ist die auch noch kein. Okay. Hm. Naja, schauen wir einfach mal. Er soll jetzt ein bisschen quatschen. Gisela? Hm. Eigentlich kannst du jetzt direkt aufstehen. Das ziehst du dich aber erstmal an. Auf Toilette und mal gucken. Hat unser Butler... Nö, hat nichts mehr weitergekocht. Frühstück hast du gemacht. Noch ein paar Sandwiches gemacht und das war's. Okay. Dann gucken wir mal, was im Kühlschrank noch ist. Manchmal würde ich mir ja wünschen, ich könnte ihnen das wirklich noch einfach sagen, ja. Ich wünsche mir was zu essen oder mach mir was zu essen oder so. Aber das geht ja leider nicht. So, Georgia, mach die Hausaufgaben. Gerd ist noch am Telefonieren. Okay. Oh, ich muss dir mal sagen, dass du aufstehen sollst, sonst schläfst du weiter, gell? Na, los. So, okay. Gerd telefoniert immer noch. Ja, Wahnsinn. Ist ja krass. Bist gleich befreundet mit ihr. Das ist irgendwie ganz nett. Vielleicht kannst du dann mal noch ein Date mit ihr machen nachher. Warte mal, wann hast du frei? Wochenende erst, okay. Heute ist Dienstag, blöd. Naja, gut. Aber das wäre doch eigentlich ganz gut, ne? Und ich glaube, wenn sie hier oben so hoch ist, könnte sie ja sagen zum Date. Auch wenn dieser untere Wert noch nicht groß angelegt ist. So, ich glaube, wenn du fertig bist, darfst du erstmal was essen und Georgia... Oh, Hausaufgaben fertig, Georgia. Supi. Dann geh mal ins Bad.
Und ja, meinetwegen kannst du dann noch mal eine Runde Sims spielen. Wie sieht's denn eigentlich bei dir mit den Fähigkeiten aus? Oh, eigentlich ganz gut. Ich glaube, bei Gerd ist es ein bisschen schlechter. Aber es geht eigentlich auch bei ihm. So, Gisela. Dir geht's dann eigentlich ganz gut. Er hört wirklich nicht auf zu telefonieren. Anscheinend hat er sehr viel Spaß mit ihr. Dein Freundeslevel ist hoch und 84 schon. Wow. Hey, 91 war sie jetzt. Okay, ich mach mal ein bisschen vor. Also mehr als 100, genau. So. Dann geh mal was essen. So, Gisela, den Rest kannst du dann weglegen. Und kann ich das Bild fertig? Nee, kann ich nicht. Ich muss warten, bis er nach Hause kommt. Das Porträt kann ich nur malen, wenn Guido da ist. Das ist mir fast der Name nicht eingefallen. So, was kann ich denn mit dir machen? Ach, weißt du was? Dann könntest du doch noch telefonieren, wenn wir doch schon dabei sind, ein paar Freundschaften zu erhöhen. Guck mal, der Arthur, der wird sich bestimmt freuen. Der rutscht sonst unter die 50. Oder? Oder vielleicht lieber die Gina, dass wir die noch machen. Dann ruf mal die Gina an. Und da. Einmal plaudern. So, Georgia, bist du mittlerweile am Computer? Ja. Und Gerd. Gerd, du kannst danach auch mal hier hoch und dann gehst du säubern und ja, ich weiß nicht, was wir machen wir denn wenn für deinen Spaß? Kommt drauf an, ne? Oh, Guido, juhu! Guido ist befördert worden. Er ist jetzt Feldforscher. Mit den Forschungsarbeiten verschaffst du dir eine gute Grundlage und auch dein Gehalt. Steigt langsam an. Verbessere deine Logik, dann kannst du dein Wissen vielleicht bald an andere weitergeben und musst nicht mehr länger im Labor versauern. Also was heißt weiterhin? Jetzt wieder von 9 bis 15 Uhr. Okay. Na gut, dann gucken wir mal. Wir haben ja bei denen so knappe 100.000. Das ist alles dann ja super. Hier, guck mal, begrüß mal deine Frau mit einem romantischen Kuss. Das wär's doch, oder? Ihr seid ja Dreierblitz, ne? Dreierblitz, ihr zwei zusammen. Und seid ihr ja echt glücklich gefunden. Und ja. Ich schicke ihn gleich ins Bett, damit er dann wieder wach wird. Ich weiß, Gerd. Es tut mir ja leid, aber mach mal deine Hausaufgaben. Guck mal, da unten liegen deine Hausaufgaben. Die Georgia, die will halt auch mal ein bisschen Spaß haben. Aber ich glaube, du solltest, warte mal, mit dem René könntest du mal noch ein bisschen chatten, weil dein Freundeslevel nun auch sinkt. Und, warum kann ich das nicht wegmachen? Ach so, sie will es schon selbst wegmachen. Na gut. Und ich würde dann gerne hier das Porträt weitermalen. Und ich muss natürlich darauf achten, dass sie, ja. Sie pfeift ihn her, ja. Nee, du kannst es ganz gut ohne ihn. Zum Glück geht das zumindest. Dass ich sage, okay, jetzt. Was denn? Ja, mach doch ruhig. Du brauchst ihn nicht. Du kennst. Du weißt, wie dein Mann aussieht. Los. So, Georgia. Ja, die ist gerade am Chatten mit René, also Freundschaftslevel auf. Wo ist denn Gerd hin? Gerd? Gerd? Hä? Wo ist denn der hin? Ach, du Schande. Ach Gott, der sitzt. Na, der sitzt fast im Schreibtisch drin, ja? Den habe ich ja gar nicht gesehen gehabt, meine Güte. Naja, gut. Okay. Gisela macht hier unten weiter. Gut, da kann ich mal wieder ein bisschen vorspulen. Er ist schon im Bett. Sie, Freundeslevel. Das Bild ist fertig. Yay. Moment. So, warte mal. Du kannst jetzt wirklich mal aufstehen und dir was zu essen holen. Und Gerd, der braucht dringend Spaß. Macht es dir gut Spaß, das Tanzen? Ich hoffe mal. Und die Gisela, die. Ja, genau. Die geht erstmal auf die Toilette. Und. Wo hängen wir denn die Bilder auf? Weiß ich noch gar nicht. Vielleicht im Schlafzimmer, oder?
blöd. Ich habe da. Jetzt habe ich es in der Hand. Warte mal, das können wir hier kurz da abhängen. Und dann würde ich das Poster da verkaufen und dann hängen wir lieber eure beiden Bilder hier mit ins Schlafzimmer. Genau, das werden wir dann weghängen und du kommst dann hier hin. Und rahmen wir noch mit einem Mittelholz. Upsala. Das passt, denke ich, ganz gut zu dem Holz. Und sobald dann Gisela auch ja, mal tauglich ist und nicht mehr schwanger, dann wird auch ihr Bild, denke ich, gemalt werden. So, Georgia. Georgia ist am Essen. Gerd am Tanzen. Super. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, was ist denn eigentlich dein... Ah, nee. Ich habe die falschen hier bei mir liegen. Also da muss ich hier gucken. Bastelarbeiten. Ach Mann. Okay, Bastelarbeiten. Da weiß ich immer nicht, was soll ich denen denn so großmächtig geben. Ja, sie können alles an allem rumbasteln. Okay. Hier könnt ihr jetzt hier rumbasteln. Das macht ihm, glaube ich, dann sogar Spaß. Aber dann gehen die Dinger teilweise kaputt. Und, naja. So, Georgia, du kannst auf jeden Fall nach dann abspülen, wenn du fertig bist. Und gehst dann auch erstmal einfach ins Bett, damit zumindest zum Schultag bist du dann ausgeschlafen. Die beiden schlafen ja jetzt, na, nicht ganz. Ja, Gerd ist schon bald wieder ausgeschlafen. Musst du noch was lernen jetzt? Oh ja, Sauberkeit. Na, da kannst du jetzt direkt mal aufwachen, aufstehen und noch ein bisschen Sauberkeit lernen. 2 kriegst du bis 9. Warte mal. Ah, du hast heute frei. Na dann. Ist ja alles gut. So, sie geht ins Bett und Georgia geht auch ins Bett und Gerd... Gerd hat vom Rumbasteln genug gehabt. Ja, guck mal, reparieren. Das ist nämlich... Upsa. Das ist nämlich das Blöde. Wenn ich irgendwo rumbastel, geht es wieder kaputt. Und muss es wieder reparieren. Okay. So, mach's mal. Hast du repariert? Nee, noch nicht. Mach doch. Willst du? Ja, und jetzt ist... Er tanzt irgendwie viel lieber. Ich weiß auch nicht. Jo, tanzen haben wir halt hier schon auf 4. Was macht er denn jetzt? Oh. Lieber Mann. Komm, jetzt mach mal das Ding aus. Dann geh mal hoch. Geh nochmal duschen. Und dann kannst du auch mal schlafen. Wir haben nämlich schon fast 4 Uhr und du musst wieder in die Schule. Jo. Nein, das Baby kommt doch noch. Oh mein Gott, verdammt. Oh nein, oh mein Gott, wir kriegen Zwillinge. Oh, je habe flown, aber... Huh? Sibli? Ramlatisch! Er muss, glaube ich, das Baby nehmen, damit das andere noch kommen kann. Was habe ich denn eigentlich? Bengelchen und Engelchen. Ach, wie süß. So, und das zweite? Ja. Ja. Und zacka. Oh. Das ist ein bisschen von der Hautfarbe auch ein bisschen dunkler, gell? Das ist das Bengelchen. So, die Namen noch, danke. Das Engelchen ist als erstes auf die Welt gekommen und ich habe mir die Namen eigentlich schon rausgesucht. Ich habe mir ein Mädchen und einen jungen Namen rausgesucht und ich möchte das Mädchen Nicole nennen und Nathaniel möchte ich den Jungen nennen. So, ja, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Wir haben Zwillinge und... wir haben eigentlich nicht wirklich Platz, ja, die beiden, unsere Teenies, bis die ausziehen, braucht es halt noch ein paar Tage. Mistiger, aber okay, dann müssen wir einfach unser Zimmer hier echt umräumen. Ich stelle das mal bei denen mit rein und stelle auch, oh, irgendwie geht das nicht. Okay, warte, dann muss ich erstmal kurz weitermachen. Warte, Gisela, du kannst mal direkt den Nathaniel hier knuddeln mal mit dem Nathaniel und dann geh doch mal direkt Flasche geben, Nathaniel. So, und du hörst mal jetzt auf, Tagebuch zu schreiben. Du nimmst die Nicole, knuddelst mit der Nicole und
gehst dann Flasche geben, Nicole. Dann habe ich hier oben ein bisschen Platz, wenn ihr nämlich hier weiter runter geht. Zum Umräumen. So, komm. Achso, er muss erst noch knuddeln, klar. Oh jo, Bubi. Ich brauche nämlich jetzt auch noch zwei Wiegen. Also, und auch noch. Oh. Ich habe doch gar keinen Platz, Leute. Okay, ups, das wollte ich zwar jetzt nicht verkaufen, egal, können wir uns später wieder kaufen. Okay, was brauche ich? Ich brauche, ich nehme mal die hier. Ich nehme mal die in weiß mit Ding, das ist einmal und dann den hier für den Jungen. Hä, ist da nichts Blaues dabei? Egal. Das nehme ich für den Jungen. So, müssen wir gucken. Ich hoffe, dass da kommen wir vorbei und müssten dann auch zu Nicole reinkommen. So, und was ich natürlich noch brauche ist, wo finden wir sie da? Unseren Wickeltisch. Und ja, wo stelle ich denn um Himmels Willen den Wickeltisch jetzt hin? Hier raus in den Flur, oder? Ich habe sonst echt keinen Platz. Eieieiei. Zwillinge. Um Himmels Willen. Gut, ich lasse auch mal alles andere erstmal gehen. Ich meine, solange die noch Säuglinge sind, brauchen die nichts weiter. So, Guido. Du hast die Nicole und. Warte mal, Gisela. Hier, Gisela. Du kannst den Nathaniel nochmal knuddeln und dann komm mal hoch und bring ihn ins Bett. Und dann kannst du hoffentlich auch erst nochmal eine Runde weiter schlafen. Und der Guido, der, also wo die Zwillinge herkommen, weiß ich gerade auch irgendwie nicht. Also ich meine so von der, von, gucken wir mal, ob wir da, ups, andersrum, ob wir da auch durchkommen. Weil, also gut, ich weiß eben nicht so ganz genau, Guidos Familie ist ja eigentlich total, ja, eine Patchwork-Familie gewesen. Da weiß man wirklich nicht, ob die Eltern, also es hieß ja irgendwie so auf die Art, die wurden alle adoptiert oder so ähnlich. So, ich bin gespannt. Kommt da vorbei? Ja, das funktioniert. Nee. So, und dann kannst du mal was zu essen kochen da unten. Das wäre vielleicht mal cool. Frühstück. Machen wir einen Pfannkuchen heute. Und die Gisela kommt ja eigentlich von den Grusels und da habe ich noch nie Zwillinge gehabt. Also, na gut, einmal ist dann auch irgendwie das erste Mal. So, guten Morgen, Georgia. Du bist schon aufgestanden. Ups, Magenknurren. Oh, jetzt ist unser Kühlschrank leer. Ich wollte heute mal Frühstück machen, bevor unser Butler kommt. Warte mal. Okay, betrachte das Bild, ist in Ordnung. Mach das. Gerd schläft noch. Tja, Zwillinge. Ich meine, gut, wenn ich jetzt so bedenke, Giselas Wunsch ist es ja, 6 Enkelkinder mal irgendwann zu haben. Und von daher brauchen wir auch ein paar Kinder, dass das auch funktioniert. Aber ich wollte nicht gleich 2 auf einmal haben. Na gut. Zum Glück hat sie ja keine Arbeit und muss demzufolge nichts wirklich anderes tun. So, Guido. Achso, ich habe etwas bestellt. Er will unsere Bilder heute irgendwie betrachten. Da ist unser Butler. Da sind wieder mal die Nachbarn. Die stehen vor der Tür. Da kommt unser Lieferant. Und ich hoffe mal, der Butler kümmert sich bereits dann dort rum. Und ja, ich glaube, ich spule mal einfach ein bisschen vor, weil, genau, Butler nimmt die Lieferung an. Und ich denke, er macht sowieso Frühstück von alleine. Wie ich ihn kenne. Ach nee. Gisela ist alleine runtergegangen und hat gesagt, okay, ich mach mal. Na gut. So. Ach so, ich muss euch. Oh, ich muss euch hier wieder zur Schule schicken. Hier kommt ja dieser. Du gehst aber trotzdem nochmal. Auf die Toilette. Benutzen. Hör auf, um dein Tagebuch zu schreiben. Du musst zur Schule. Komm schon, Gerd. Zieh dich um. So, Frühstück. Gisela, warum hast du nur einmal Frühstück gemacht? Dein Mann hat auch Hunger.
sehr nett von dir. Oh, Nathaniel, der will, muss mal irgendwie, ja, da probieren wir mal direkt auch unseren Wickeltisch dann oben aus. So, ich sage jetzt aber erstmal ein Tschüss und Goodbye. Ich hätte nicht gedacht, dass das Kind heute kommt, aber irgendwie, da habe ich mich wohl doch geirrt, dass wir sind doch schon so lange schwanger gewesen. Ich sage jetzt erstmal ein Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Und ja, dann fängt eigentlich die Runde ja wieder von vorne an. Und die sind ja immer meine letzten Familien, die dann kommen wir, also jetzt haben wir alle in jedem, haben noch 3 Sommertage, das haben wir übrig und fangen mit Familie John Katz wieder an. Ich sag Tschüssi, lass mir gerne einen Kommentar und oder einen Daumen nach oben hier, wenn es dir gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Ciao!